War ja klar. Erstmal den Spack mit dem Gewehr ausschalten. Perfekt. So, okay, der ist auch weg. Sehr gut. Der ist auch weg. Komm schon. Perfekt. Sehr gut. Ich mochte den Gates eigentlich, aber was mich interessieren würde... Ach, guck mal, lebt er noch. Hi. Okay. Was mich interessieren würde, wie die Synchronisierung im Original ist, ne? Weil der Paul hat ja gesagt, mit seinem bescheuerten Akzent. Weiß ich, ob es ein Ire ist oder sowas. Keine Ahnung. In Deutschen kommt es auf jeden Fall nicht rüber. Ist nicht so schlimm. Nehmt den Fusel und haut ab. Meine Jungs kommen schon. Los, los. Solange ihr sie vorne erledigt, bin ich hier hinten sicher mit dem Kleinen. Carlo, in den Wagen. Tod nützt du nichts. Tommy, sieh nach, ob das alle waren. Es ist noch nicht vorbei. Komm, ich gebe die Deckung. Ich muss mir gerade einmal kurz den Sam angucken, sorry. Weil der sah gerade irgendwie so aus, als hätte der... Hallo? Ich stehe hier noch, du Affe? Alter, besser, was ist mit dir kaputt, Sam, Alter? Lass mich doch mal am Leben. Heide Witzka, ey. So. Du bleibst schön hier, Sam, ne? Alter, was ist mit dir kaputt? Lass den Wagen doch einfach oben stehen. Okay, wir gehen erstmal schön an Deckung. So, zack. Das ist auch weg. Noch den da hinten. Mein Gott! So, ist weg. Das ist auch weg. Ja, gerade ich hätte seinen Kopf einfach weggeschossen. Schön splattermäßig. Ich habe keine Wurfwaffen. Also kein Molotov oder sowas. Das wäre jetzt natürlich super praktisch. Ich kann den nicht treffen, ey. Okay, aus, scheiße! Okay. Brrr. Ich hau aufs Maul, Penner! Pam! Schön. Ja, so kann man da die Topika natürlich auch einsetzen, ne? So. Okay, die Etage wäre gesäubert, glaube ich. Energie hole ich mir auch noch mal eben kurz. Sam, bleib doch mal geschmeidig, Alter. Fahr doch nicht einfach immer vor. Warte doch erstmal, bis wir da sind. Unglaublich, ne? So, okay. Auf jeden Fall haben wir noch genug Munition von der Tommy Gun. Das ist schon mal gut. So, 3 Stockwerke haben wir, glaube ich, noch vor uns. Okay. Der Maschendrahtkäfig, der wird uns natürlich sehr gut schützen. Heiliger Bimbam. Okay. Gut, wir warten, glaube ich, mal ein Momentchen, ne? Schalte die Sprinkler ein. Na gut, hier rüber klettern kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Ah, okay, alles klar. Kein Problem. Maintenance. Ich schätze mal, im Keller wird sein. Warum sind hier Leute unterwegs? Ich verstehe es nicht. So. Ach, guck mal, hier sind wir ja schon. Oh, Granaten. Geil. Munition würde ich mich auch sehr drüber freuen. Dankeschön. Und einmal anmachen. Mein Anzug ist ruiniert. Komme ich hier direkt wieder raus? Ja, dankeschön. Da ist noch jemand. So. Ja, okay, jetzt ist hier alles glitschig und glatt, klar.
Wie hast du mich getroffen? Also ohne Witz. Oh Gott, oh Gott. Du sollst schon so bitte laufen, wie ich dir sag, dass du laufen sollst, ne? So. So geht's natürlich auch, ne? Der ist weg. Jetzt habe ich nur 8 Schuss. Au, ab. Kleines Stück. Scheiße. Ach, guck mal. Nice. Habe ich jetzt hier die Munition schon aufgehoben? Ich glaube schon, ne? Das könnte sogar das letzte Geschoss gewesen sein, oder? Don't honk. Nicht hupen, warum nicht? Ja, wir sind draußen, wir sind draußen. Nice. Hi Sam, was geht? Schnapp dir den Wagen und fahr mir nach. Sicher, Sam. Habe ich noch Möglichkeiten, großartig aus dem Auto schießen? Schläger in dieser Stadt. Bringen wir den Fusel in die Lagerhalle und versuchen nicht drauf zu gehen. Ja, wir arbeiten dran, nicht drauf zu gehen. Ich wusste, alles klar. Dass noch mehr kommen. Okay, bremsen wir sie aus. Trefft sie, wo es weh tut. Nachladen, genau. Der ist. Uiuiui. Möglicherweise noch rechtzeitig reagiert. Der Poli kann auch gerne mal treffen, ne? Also, da hätte ich jetzt nichts gegen. Oh, fuck. Morello hat noch mehr auf uns gehetzt. Quatsch. Uiuiuiui. Scheiße. Fuck. Ja, okay, das ist so dumm, weil ihr seht oben die Energie, ne? Warum verliert ihr jetzt so schnell Energie? Weil ich einfach zu weit weg bin. Also das ist einfach dumm. Es hat keinen logischen Hintergrund, dass ihr dann auf einmal so schnell so viel Energie verliert, aber egal. Egal. Ja, mein Fehler. Also Geschwindigkeitsbegrenzung brauche ich auf jeden Fall nicht anzumachen, weil wenn ich ballernd mit dem Auto unterwegs bin, brauche ich glaube ich keine Sorgen haben, dass mich die Polizei wegen der überhöhten Geschwindigkeit anhalten wird. Versuchen nicht drauf zu gehen. Uiuiuiui. Ich wusste, dass noch mehr kommen. Okay, bremsen wir sie aus. Hatte ich gerade auch schon 7 Schuss im Magazin von der Waffe? Ui. Nein, du sollst nicht den Laster knallen, Tommy. Auch noch nicht ganz im Arsch. Jetzt ist er im Arsch! Brr. Ja, Paul, das wäre nett, genau, wenn du dich um die kümmerst, die jetzt hinter uns sind. Weil da hinten schießen und vorwärts fahren ist unter anderem ein bisschen schwierig. Noch ein Wagen hinter dem Fuseltruck. So, weg, perfekt. Wenn die nah dran sind, dann ist das eigentlich ganz geil mit dem Ballern. Alter! Wo haben wir denn jetzt hier? Polizeiabsperrung. Bin ich auch nicht gut. Ich schätze, wir dann auch. Die Scherbenviertel? Oh, also ich sag mal, hier ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, um die abzuhängen. So, wohin möchtest du? Nach links, okay. Das hört nicht mehr auf, was? Und jetzt geht er down. Perfekt. Ups, ich möchte jetzt nicht die Karre hier abschießen. Noch jemand, ey. Mein Gott. Wie weit ist denn das Lagerhaus entfernt, sag mal? Du musst rechtzeitig blinken, ne? Weil ich weiß nicht, wo du langfahren möchtest, Sam. Nur so als Hinweis. Ansonsten fahre ich nämlich komplett an dir vorbei. Okay. Oder halt andeuten, wo du hin möchtest. Das geht auch. Ich glaube, wir haben es geschafft, so wie es aussieht. Es ist auf jeden Fall sehr ruhig gewesen. Ja, perfekt. Himmel sei Dank. Auf nach Hause. Mal sehen, was wir haben. Ab nach Hause ohne Pause. Ist zwar nicht nach Plan verlaufen, aber den Fusel haben wir. Ja. Und heute Abend kippen wir uns was hinter die Binde.
Das haben wir uns verdient. Klingt nach dem Plan. Das wäre lustig, wenn jetzt einfach dagegen gefahren wäre. Wir kommen mal mit rein, ne? Na, 38er. Haben Morellos Jungs euch erwischt? Ja, was? Haben sie erledigt. Was ist mit dem Jungen aus Kentucky? Hat eine Kugel abgekriegt. Aber der ist hart im Nähen. Er und seine Jungs sind abgehauen, als wir mit Morellos Leuten fertig waren. Es gibt Gates und seinem Papi einen Grund mehr, an Morello keinen Whisky zu verticken. Gut, mal sehen, ob der Fusel den Ärger wert war. Exzellent. Ich bespreche alles mit dem alten Gates. Und sobald das mit dem Kentucky-Stoff läuft, sind wir wieder im Geschäft. Gute Arbeit, Junge. Bin stolz. Bin auf alle stolz. Saludo! Saludo! Immerhin schon mal eine neue Einnahmequelle. So, und jetzt bin ich gespannt, ob jetzt vielleicht die Mission kommt, die ich jetzt eigentlich erwartet hatte. Nein, erstmal kommt nochmal ein Intermezzo. Klingt, als wäre Salieri kurz vor dem Durchbruch gewesen. Ja, sah ganz so aus. Aber dann war die Prohibition rum. Und die Schwarzbrennerei war mit einem Schlag überflüssig. Das Gekämpfe um den Fusel war ein für alle Mal vorbei. Hat ein paar Jahre gedauert. Aber als wir uns dann erholt hatten, Junge, ging's uns gut. Das Geld aus dem Moonshine und aus dem kanadischen Whisky haben wir neue Deals gesteckt. Ein paar sogar legal. Baugewerbe, Restaurants, Transport, Glücksspiel, wir hatten überall die Hände drin. Außer beim Rauschgift. Und 35 waren wir wieder oben auf. Es kam regelmäßig gutes Geld rein. Ich hatte eine Frau und eine Tochter. Sam schmiss einen Laden für den Don. Und sogar Paulie hat ein paar eigene Dinge am Laufen. War nicht wirklich glücklich, aber wie sagt man? Zufrieden. Ja. Genau. Und Salieri, der wollte dann endlich aus Morellos Schatten treten. Vielleicht eigene Cops schmieren und eigene Politiker. Interessant. Hat Salieri 1934 Politiker geschmiert? Möglich. Warum? Tja, vor ein paar Jahren hat die Sitte einen Richter wegen Missbrauchs eines Minderjährigen erwischt. Im Knast hat der Kerl eine Menge Zeug gestanden und wollte dafür natürlich eine Strafmilderung. Er hat zugegeben, von Morello und Salieri Schmiergeld genommen zu haben. Wollte sie gegeneinander ausspielen, aber als Morello davon Wind bekam, drohte er, seine Kinder am Strand zu verbuddeln. Lebendig natürlich. Scheiße. Jetzt wird mir alles klar. Erzählen Sie. Morello hat uns immer ans Bein gepisst, aber er hat nie einen offenen Krieg riskiert. Als er erfuhr, dass Salieri an seinen Richter ran wollte, muss er ausgetickt sein, denn 35 ging's dann so richtig zur Sache. Auf sein Gesicht. Klebe es ihm voll aufs Gesicht. Hey, Tommy. Oh, hey Boss, alles klar? Gut, dass du da bist. Hier, Boss. Ich will zu Pepe zum Mittagessen, aber Carlo ist krank. Fährst du mich? Klar, Boss. Bravo. Bin schon am Verhungern. Hast du eine Waffe? Ja. Brauche ich sie denn? Ach, du weißt doch. Morello hat lang nichts von sich hören lassen. Ich bin einfach nur vorsichtig. Nee, es ist auch nicht die Mission, die ich jetzt erwartet habe. Aber egal. Weil die habe ich jetzt eigentlich ein bisschen etwas später zumindest vermutet. Also nicht viel später, aber etwas später. Und hier, genau, dann ist die Karre hier vom Don. Und ja, ein bisschen größer als die ich bei der Mission... Boah, bei welcher Mission war das? Doch klar, natürlich bei Omerta, als ich Frank zum Flughafen verfolgt habe. Ein bisschen größer ist es schon, ne? Gut, ja, das war's auf jeden Fall mit der heutigen Aufnahme, wie besprochen. Würde jetzt hier gerne aufhören wollen. Und ja, ging eigentlich ganz gut voran heute. Klar, ein paar Tode hatten wir. Die Missionen sind jetzt natürlich auch ein bisschen umfangreicher als die ersten paar Missionen. Aber macht trotzdem echt Bock. Gut, schießen könnte ich noch ein bisschen Übung gebrauchen.
Da habe ich auf jeden Fall noch Potenzial, besser zu werden. Aber gut, zumindest reichen die Fähigkeiten, die ich habe und hier zeige, erstmal aus, um weiterzukommen. Was schon mal ein Unterschied ist gegenüber dem originalen Mafia, ne? Aber egal. Gut, ja, wie gesagt, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, morgen bei meiner Heiligabendaufnahme wird es dann natürlich auch wieder Mafia geben. Und ja, dann werde ich jetzt mal schön mit Salieri essen gehen, ne? Also ja, euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.